Der russische Regierungschef Dmitri Medvedev sieht das Verhältnis zu den USA an einem Tiefpunkt angelangt. Er könne sich nicht erinnern, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen je so schlecht gewesen seien, sagte Medvedev in einem Fernsehinterview. Sie könnten aber verbessert werden. Zugleich äußerte er sich positiv über Präsident Donald Trump. Diesen habe er als freundlichen Menschen empfunden. Der US-Präsident sei sehr daran interessiert, mit Russland positive Arbeitskontakte zu schaffen. Medvedev warf US-Politikern vor, die Russland-Karte zu spielen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und die Haltung Trumps zu beeinflussen. Bereits im April dieses Jahres hatte der russische Präsident Wladimir Putin ein verschlechtertes Verhältnis der beiden Großmächte beklagt. Vor allem die unterschiedlichen Positionen zum Krieg in Syrien belasten das Verhältnis der USA und Russland. Die beiden Länder unterstützen dort unterschiedliche Konfliktparteien. Russland bereitet nach eigenen Angaben den Abzug seiner Truppen aus Syrien vor. Der Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Valeri Gerasimow, hatte vor einer Woche angekündigt, Russland dürfte einen großen Teil seiner Soldaten aus dem Land abziehen. Vermutlich wird Russland jedoch unter anderem mit zwei Stützpunkten im Land präsent bleiben. Die Regierung in Moskau ist mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad verbündet.